Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Shakes and Fidget auf Server W50. Und heute gucken wir uns wieder die Top-Gilden an und schnuppern gleich selbst noch ein bisschen die Dungeons. Ich habe die Liste wieder aktualisiert. Oh, da ist sie. Das letzte Mal am 1.8. angeschaut, jetzt 10 Tage später, und es hat sich wieder einiges getan. Die Top-Ränge immer noch gleich, ein paar Positionierungen anders, aber es sind immer noch dieselben 15 Gilden in der Liste. Aber da hat sich einiges getan. Ganz oben sehen wir direkt, Hollywood ist nicht mehr auf Platz 1 aktuell, vom Durchschnittslevel von Ritterhandpunkten jedenfalls, ja. Dort dominiert jetzt gerade Crit Happens, aber dicht gefolgt von Dreamland. Ne, Crit Happens mit 274 Durchschnittslevel. Über 22 Durchschnittslevel in den letzten 10 Tagen dazu gewonnen. Dreamland sogar 24. Und beide hier, Ritterhalle 622, 601. Ich glaube, beide Gilden haben um die 7, 8, 9 mal Ritterhalle 15 aktuell. Die meisten Spieler sind jetzt schon komplett ausgerüstet mit Black Games. Die beiden Gilden gerade absolut krank am Dominieren. Und man kann noch nicht sagen, welche jetzt von den beiden da Rang 1 in Anspruch nehmen. Das werden spannende Kämpfe. Und auf Rang 3 haben wir dann Hollywood. Immer noch verdammt stark dabei. Ne? Von 254 auf 266. Auch 600 Ritterhalle-Punkte haben auch schon, ich glaube, mittlerweile zweimal Ritterhalle 15, wenn ich mich nicht irre. Immer noch gut dabei, aber wie halt schon damals predicted, nicht mehr auf Rang 1. Dann Spektrum hält sich immer noch auf Platz 4 von 232 auf 254 auf 593 Ritterhandpunkte. Dann unsere gute Holzfällerhütte auch immer noch auf Rang Nummer 5 von 226 durch den 7 auf 248. 593 Ritterhandpunkte, haben auch mittlerweile zweimal Ritterhalle 15. Haben auch schon die ersten Black Games in der Gilde. Ich selbst habe noch keinen gefunden. Ich hoffe ja, dass ich bis zum Epic Event wenigstens einen finde. Mittleren oder einen großen. Bitte kein kleinen. Dann einen neuen Platz 6. Der Project Alpha hat ordentlich aufgeholt. Auch hier 26 Level im Durchschnitt von 219 auf 245. Auf Platz Nummer 7 haben wir Dead Valley von 208 auf 239. Auf 8 Rising Star. Rising Star von 2,8 auf von 9. Ne? Platz 9 aufgestiegen auf 8. Von 208 auf 237. Nice to Say Nie ist von 196 auf 235. Hat damit die meisten Level-Ups im Durchschnitt gemacht. Ne? 39 Level-Ups im Durchschnitt. Wir sind hier sehr gut dabei. Dann auf Platz 10 die Spektronen. Auch von 12 auf 10. Auch 33 Level gemacht. Und jetzt haben wir Platz 11 Olympia. Und Olympia ist wirklich weit gefallen von damals Platz 6 auf jetzt Platz 11, von 222 Durchschnittslevel auf 222, hat sich gehalten, heißt in 10 Tagen nicht vorangekommen. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, vielleicht gibt es ja einige Leute von Olympia, die da was zu den Kommentaren erzählen können, was da los war oder was da los ist gerade mit der Gilde, aber das ist schon... Das ist schon ordentlich, ne? 5 Plätze. Gucken vielleicht auch gleich mal in-game rein in die Gilde. Vielleicht können wir direkt sehen, was da los ist. Dann auf Platz 12, Valhalla von 11 auf 12 gesunken. 193 auf 219. Auf Platz 13, Avalanche 1 gestiegen. Dann der Märchenturm, auch 1 gestiegen. Von 15 auf die 14, mit von 173 auf 206. Und dann setzt die Shadowhunters von 184 auf 203. So sieht es aktuell aus hier mit den Top-Gilden. Da oben ist gerade sehr spannend, ne? Good Happens, Dreamland. Aber auch mal gucken, ob wir dann wirklich Platz 5 halten können. Project Alpha ist gerade sehr gut am Aufholen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Gilde uns sehr gut Konkurrenz macht und uns vielleicht sogar noch den Platz 5 streitig macht. So, wir gucken jetzt in-game. Schwupp. Und zuerst werfen wir mal einen Blick rein bei Olympia. Und schauen, was ist denn da eigentlich los? Ja, hier Platz 8, ne? 220 Durchschnittslevel sind 50 Leute.
Mittlerweile ja einige Leute, die ein niedriges Level haben, die Frage, ob viel einfach gewechselt sind. Ja, vielleicht gab es einfach viel rumgehoppt in andere Gilden, man weiß es nicht. Man ist immer noch eine starke Gilde, aber ne, nicht mehr so stark wie vorher. Aber keine Ahnung, vielleicht schreibe ich mal Mr. Traps an. Mit ihm habe ich ja Kontakt mit Alator, ne? Aber vielleicht frage ich die beiden einfach mal. Ansonsten, wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was die letzten Tage passiert ist. Wir selbst in der Gilde, wir haben Raid 47 wieder verkackt. Das zweite Mal, ne? Beim ersten Mal mit Durchschnittslevel 241 probiert, haben wir den auf 70 Millionen runter. So, da haben wir ihn mit 244 probiert, dachten, jetzt geht er easy. Hat er mit 170 Millionen überlebt. Jetzt ist die Frage, probieren wir es nochmal vom Epic Event? Ich würde fast auf 250 werden, heißt wahrscheinlich morgen, am Donnerstag. Morgen Abend probieren wir das nochmal. Und dann hoffen wir, dass er fällt. Wir haben auch wieder ein Prozent Dämonenportal mehr. Sollte ordentlich carryen. Aber der Versuch war auch unlucky. Er war ultra unlucky. Auch Master G, ne? Unser stärkster Magier. Hat irgendwie 6 Mal auf den Gegner gehauen. Und nicht ein Crit, ne? Nicht ein Crit. Das war wirklich so unlucky. Aber der muss dann bald drin sein. Ja, wie schon gesagt, jetzt haben wir Ritter Level 15. Außer dem Dim, unserem guten Gerät, hat jetzt auch der gute Bane Ritter Level 15. Der Shimuni folgt bald. Hat auch schon hier 14, schon seit längerer Zeit. Dürfte auch nicht mehr lange dauern bis 15. Hat auch schon hier ein Black Game drin. Ne? Ich weiß, Lenzunus hat ein Black Game. Ich weiß, Nio hat auch einen hier. Der Bowler hat einen. Ich weiß gerade nicht, wer noch einen hat. Ich habe keinen. Ich habe keinen. Aber was ich dafür habe, ist, oder sind ganz viele Glückssteine, wie immer, ne? Ich wollte es dann wissen, heute Morgen. Mine hat noch eine Stunde gedauert. Ich wollte es aber unbedingt 1,5 Stunden, habe 9 Pilze rein investiert für einen Skip. Und was habe ich bekommen? Einen wunderschönen, leckeren, mittleren Glücksstein. So. Ich bin Stufe 264. Ich bin absolut ready fürs Epic Event. Ich habe immer noch 0% Lebensenergie ruhen. Habe einen neuen Schild gefunden im Waffenladen. 337. Der ist richtig, richtig insane top. Und vergleiche mich immer noch hier gut mit Dorzi, ne? Dorzi 265 hat auch wieder aufgeholt. Seine Sets richtig lecker. 11.000 Stärke, ne? Und sogar mehr Ausdauer, 9.000 Ausdauer. Hat aber schon 15% Lebensenergie Rune und seine Waffe hat 32 mehr Durchschnittsstart mit einer 10er Rune. So, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe heute Morgen im Waffenladen das schöne Ding hier gefunden. Todbringer der epischen Superkräfte. Das Ding hat einfach 62 mehr Durchschnittsschaden. Es hat 140 Punkte mehr Spanne rechts raus und 547. Ich werde das Ding jetzt zockeln. Ich werde es anziehen. Und damit werden wir probieren, nochmal den ein oder anderen Dungeon oder Blütensturm-Etage jetzt zu legen. Und wie gesagt, jedes Level Up zählt jetzt. Ne? So höher wir in das Epic-Event reingehen, desto besser, desto mehr Upgrades können wir dann wieder. Oder ja, desto mehr haben wir einfach von den neuen Epics dann. Ne? Macht ja wenig Sinn, wenn ich jetzt einfach mit 264 reingehe. Mich neu episch ausrüste, wie die da viele Dungeons lege, dann muss ich mich direkt nochmal ausrüsten. Deswegen, so höher, desto besser. Ich werde mich am Ende so oder so nochmal neu ausrüsten müssen, nach dem Ausrüsten. Aber, wie gesagt, ich nehme mit, was ich mitnehmen kann. So, das Ding wird gesockelt, ausgerüstet. Das Ding kann nicht ins Klo. Hol mir jetzt hier den Stein wieder. Zack. Mach den hier rein. Ich habe weder den Schild geupgradet, noch die Waffe jetzt, noch die Brust hier. Ich spare mir immer noch die Ressourcen. Ich könnte jetzt zwar Ressourcen hier rein investieren, aber wie gesagt, ich spare mir das. Ich könnte noch viel mehr hier an Upgrades gewinnen, aber mache das bewusst. Ich könnte auch schon lange hier an den ganzen Stellen Lebensenergie hohen Reihen machen, aber ich habe da irgendwie richtig Bock, das erst zu machen, wenn dann das Epic-Event ist, ne? Wobei es vielleicht wirklich Sinn machen würde, einfach jetzt reinzugehen und zu sagen, okay, ich sockel mir jetzt einfach 1-2 Lebensenergie-Runen. Einfach weil. Ich habe sogar hier schon 2 Mal Qualität von Gegenständen.
Ja, Helm und Schuhe haben immer noch keine Rune. Vielleicht sollte ich wirklich in den Handschuhen eine Lebensenergie-Rune reinmachen. Und in den Talisman. Aber wollen wir das mal probieren? Wollen wir das machen? Okay, komm. Ich hole mal eine. Ich hole mal eine Lebensenergie-Rune. Mein Arena-Manager hat ja auch mittlerweile 235 Oktillionen Runen. Das heißt, ich dürfte sogar mit, wenn ich Glück habe, 5% Lebensenergie-Runen schon finden. Ich gucke mal, ob ich hier was finde. Dann gönnen wir uns das. Wollte eigentlich bis zum Epic-Event warten. Aber wie ich schon selbst sage, ne, jedes Level-Up zählt. Jetzt kommen wir hier auch 18% Waffenschaden. Hier 4% Lebensenergie. Das nehmen wir mal mit. Gucken, ob wir noch eins finden. Qualität von Gegenständen. Lebensenergie. So, wir haben zweimal eine Lebensenergie-Rune. Nehmen jetzt beide. Machen eine in die Handschuhe rein und die andere Rune in den Talisman. Dann haben wir 8% Lebensenergie und ich glaube, das sollte uns jetzt schon ordentlich carryen. Mal kurz vorgucken. 15,6 Millionen Leben. Runentausch. So. Wo haben wir es? Haben wir es denn? Hier am Anfang, ne? Da, Lebensenergie. Zack. Tauschen. 16,2 Millionen. Oh, die Shit. Und jetzt tauschen wir auch auf den Talisman. Hier. 16,9 Millionen. Okay, wisst ihr was? Wir holen uns noch eine dritte. Wir gehen all in. Leute, wir holen uns jetzt komplett die Lebensenergie. Und machen down, was down geht. Ich will nicht zu krass pilzen, habe ich ja gesagt. Guck mal, 10 Pilze für den Gürtel. Aber jetzt ist die Frage, ne? 10 mal blättern, bis eine Lebensenergie-Runde kommt oder einfach das kaufen. Und es kostet auch weniger Gold. Wir nehmen das mit. Und wir tauschen jetzt die Rune auf dem Ring. So. Wo haben wir das? Hier. Da. So, wir haben 12% Runenbonus. Und wisst ihr was? Wollen wir es direkt wissen? Wollen wir es voll machen? Wenn wir jetzt schon dabei sind? Mama, holen wir uns die 15%? Holen wir uns die? Ach, scheiß drauf. Wir holen uns das. Wir machen das. Ich will die Qualität von Gegenständen behalten. Wir machen hier die Epic-Chance weg. Und holen uns hier auch die letzten 4%. Und wir sind einfach von 15,6 Millionen Leben auf 18 Millionen. Ach du Scheiße. Mal dort, sie hat hier sogar 19,2 Millionen, ne? Aber er hat ja auch hier schon teilweise bessere Epics. Hier 61 Stats. Insane. 42 Stats. Seine Waffe, 3er Epic-Waffe, ne? Dortzi hat sich schon ordentlich gegönnt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt ordentlich mehr Schaden auch. Ne? 50.000 Schaden mehr. Wie gesagt, von 15,6 Millionen auf 18 Millionen Leben. Schauen wir mal, ob was möglich ist. Vielleicht fangen wir einfach mal hier an mit dem Mondportal. Ne? Hier ist ein Endgegner. Und wenn wir nicht viel zu unlucky sind, sollten wir jetzt die letzten 16% auch noch wegbekommen. Dann haben wir ja schon mal noch 1% mehr Lebensenergie. Ne? Deswegen... einfach rein da. Da kommt der erste Crit. Da kommt der zweite Crit. Und er ist weg. 1% Portalbonus. Damit ist schon 18,2 Millionen Leben. Wir sind hier. Magmastrom vom Form Feuerelementar. Ein leckerer Endgegner. 2 Millionen runter. Ist die Frage, ist der möglich? Und wisst ihr, was wir machen? Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir schauen mal in das F-Tools. Ich lade mir hier kurz meinen Account rein und dann schauen wir mal, wie das hier aktuell eigentlich aussieht. So. Ich mal kurz hier in Statistiken. Files, Import from Game. So. Paul Terra at B50.net.
So, Capture. Okay. Hab es gecaptured. Und wir gucken in das Tool rein. Ich nehme euch da mal mit. Ich mache mal wieder Bildschirmaufnahme. Bildschirmaufnahme an. Zack. Bisschen große Ganze. So, ziehen wir das. Zack. Und zack. Und zack. So. Wir müssen hier noch ein bisschen. Das sieht gut aus. Okay. Hier haben wir Charakter, W50, 264, so alles aktuell, wie es aussieht. Und jetzt rechnen wir mal alle Dungeons durch, die aktuell offen sind, und guck mal, wo es am meisten Sinn machen würde, jetzt was zu pilzen. Nordische Götter, Heimdall, 4%. Alles klar, das hört sich doch gut an, ne? Der Heimdall, nordische Götter, hier. Oh, das sieht sehr gut aus. Die 4%, die merkt man. Alles klar. Und er ist down, ne? 14 Millionen Erfahrungspunkte. Dann haben wir die Valkyren. Als nächstes wäre die Zauberschule hier. Haben wir auch fast 2% auf dem wortgewandten Hut. Auch hier sieht's sehr gut aus, oder? 19 Millionen schon runter. 28. Ah. Weiß nicht. Eigentlich sollte es besser aussehen. 27 Millionen. 33, 15 Millionen. 2 Millionen, okay. Der ist drin, oder? Ich finde, die Dungeons geben am Anfang immer noch extrem wenig Erfahrungspunkte. Das finde ich schade, ne? Dafür, dass sie so schwer sind. Und so wenig belohnt. Das dauert ein bisschen, bis die Scalen dann 300 Millionen geben, ne? Okay, der wäre, das weiß ich nicht, der will aber nicht so gut aus, ne? Obwohl der 1,6% hat, hätten auch trotzdem im Turm jetzt noch eine Chance von über 3,5%. Ja, okay, der geht einfach im First Ray down. Alles klar, ja moin. Dann haben wir den Osterhasen. Der sollte jetzt auch nicht so unmachbar, unmöglich sein. Schon auf 10 Millionen runter. Noch mal ordentlich Gold. Ich habe auch hier 92 Millionen Gold rumliegen. Da freue ich mich aufs Epic Event, wenn wir uns komplett neu ausgerüstet haben. Können wir auch schön den Rest verskillen. Wird auch lecker. Und da ist der Osterhase down. Perfekt. Beim Honigräuber 81 Millionen. Ich glaube, der ist noch zu knackig. Schauen wir uns mal die Epics an. Ein Dreier-Epic für die Kunigunde. 9% nur. 78er Kette. Wirbelwindsturm finden wir. Wirbelwindsturm sollten wir noch einiges schaffen hier. Jawohl. Und Inventar ist voll. So, das kommt weg. Ey. Ich würde sagen, hat ein bisschen geleckt. Das würde ich gerne alle zerlegen. Was haben wir hier? Wir haben Erfahrungsbonus. Okay, alles klar, wir zerlegen das. Zerlegen. Alles günstig zerlegen. Gibt uns ganz viele Erze. Und Erze brauchen wir ohne Ende. Weil wir hatten hier sogar noch was mit Lebensenergie hier rumliegen. Alles klar. Und ich blätter danach. Ich bin so ein Held manchmal, ne? So, weiter Wirbelwindsturm. Das geht gut, ne? Die Lebensenergie-Runen, die carryen so hart rein. Das ist insane. Würde mich natürlich jetzt auch über eine Dreier-Epic-Waffe freuen. Ansonsten gibt es sie spätestens zum Epic-Event am Freitag. Und hier nochmal als kleiner Reminder, ne? Freitag Epic-Event-Stream ab 18 Uhr. Wird ehrenlos. Und 265 haben wir erreicht. Aber das reicht noch nicht. Brauchen mehr. Mehr. Guck mal, das geht noch gut. Das geht noch gut. Sah ich. Und jetzt kommt der dunkle Klopper. Und geht auch down. Jawohl. Nochmal Handschuhe.
Hoffe, das Gold ist schon 104 Millionen hier. Ich glaube, ich hoffe, das war hier alles mit, was wenig Gold bringt. Verkaufen war. Macht das hier, was alles über eine Million bringt. Hoffen wir mal, dass morgen die Hexe das will. Wieder Radatzau weg, Werwolf weg. Der saure Taurus. 33 Millionen Leben. Ah, der will jetzt nicht mehr. Doch, will noch, will noch, will noch, will noch. Oh, es läuft. Es läuft, jawohl. Und wieder 265,5. Und nochmal Handschuhe. Guck mal, 2 Millionen Gold. Oh, das gibt so viel Gold. Fast 110 Millionen Gold. Magmastrom, ne? Das Feuerelementar ist drin. Sollte jetzt eine Chance von fast 2% haben. Heißt 50 Versuche, ein bisschen mehr als 50 Versuche. Wenn wir Glück haben, weniger. Wenn wir Pech haben, mehr. Ja, ist ja nicht garantiert, aber es ist möglich. Feuerelementar ist möglich. Ah. Gucke mal gerade. Ich will mal kurz schauen. Okay, der Bertram. Der Bertram braucht sowas von einer neuen Waffe, wenn ich schaue, dass meine Waffe dem 116 Durchschnittsschaden gibt. Dann werden wir jetzt schauen, dass wir eine neue Waffe für Bertram finden. Nicht unbedingt eine Ausdauerwaffe. Wir haben eh schon viel zu viel Ausdauer durch die Ausdauersteine. Aber jetzt kommt trotzdem eine Ausdauerwaffe. Ja, ja, fast gar nichts mehr an Stärke. Aber bevor ich jetzt dumm und dämlich blätter, ne, das wäre ein 110 Punkte Upgrade für ihn. Plus 17% Elementarschaden auf der Waffe. Er hat aktuell noch 0. Plus eine Riesenspanne. Wir nehmen das mit für ihn. Bertram, das ist für dich. Das könnten wir eigentlich spülen, das Ding morgen, ne? Er braucht einen Stein. Das ist aber eh kein großer Stein. Wisst ihr was? Wir skippen jetzt einmal. Und beten, dass dann ein Ausdauer- oder Stärkestein rauskommt für den Bertram. Lieber Shakes and Fidget, Gott, gönn. 3, 2, 1. Fuck. Fuck. Junge. Junge, der Mark war das eh schon viel zu viele Steine, ne? Viel zu gute Steine. Aber für einen 170er Stein hole ich das nicht wieder raus, ey. Ganz ehrlich. Nö, der spielt dann einfach ohne Stein in der Waffe. Das sollte trotzdem den heftig carryen, die neue Waffe, und es geht einfach down. Zwei Versuche down, holy shit. Und direkt auf Stufe 266 und dreier-eppige Handschuhe. Werden 25 Punkte abgeben, aber weniger Rüstung. 13 Punkte für den Bertram, aber hat keine Lebensenergie, ne? Kritisch, das können wir spülen. Wir könnten das morgen spülen, das übermorgen spülen, am Freitag. Und ihm dann die anziehen und die Rune rübernehmen. Dann warte ich damit aber. Ich mag das nicht. Also ich keine Ahnung. Ich mag halt Gegenstand aktuell mit Verkaufswert nicht unnötig wasten, wenn ich es auch spielen könnte. Morgen gibt es auch eine neue Aura-Stufe. Eine Aura ist auch nochmal nice fürs Epic Event. Und wir haben den Magma Gigant. Der sollte ultra easy fallen. Ne? Stärke Gegner. Sollte, ja, guck mal hier. 3 Versuche down und neue Handschuhe. 27 Punkte Upgrade mit 1000 Rüstung. Das sockeln wir aber sowas von. Let's go. Und holen wir den alten Stein wieder. Zack, rein. Riesenreffer nochmal stärker. Ne? Auch mal First Try einfach. Easy First Try. Holy shit. Jetzt können wir mal nochmal Handschuhe, ne? Die werden morgen zerlegt. Und nochmal ein stärker Gegner. Oh Gott, das ist ja. 3 XP hier. Machen wir direkt Stufe 277, ne? Vulkangeist. Ich sag schon mal auf Wiedersehen, ne? Schön, dass du da warst. Gönn mal eine Dreier-Epic-Waffe. Ja, meinen Char. Mit geiler Spanne. Vulkangeist. Aber der. Der will nicht? Doch, der will doch. Guck mal, auf 5 Millionen runter. Komm schon. Vulkangeist, du bist ein Stärkegegner. Du hast ja keine Chance. Oh, der zickt richtig rum, ne? 2 Millionen runter. Bin wieder 5 Millionen, 6 Millionen. Ey, jetzt komm doch. Das
es gibt's. Oh, 1 Million. Und der Sound. Und eine Epic-Waffe. Ich habe eine Epic-Waffe gesehen. Für die Kunigunde. 267. Oh mein Gott. Tausender Spanner. Oh. Oh. Oh, was für ein Upgrade. Holy shit. Hm. Das ist insane. 84 Main Stat, ne? Geschick, Ausdauer, 84 mehr Glück, 88 Durchschnittsschaden, 17er Rune drauf. Lecker Schmecker. Zack, rein damit. Ja, wir haben keinen Dungeon mehr offen. Jetzt brauchen wir wieder den nächsten Schlüssel, ne? Fuck. Was macht man jetzt? Hannes hat noch eine über unter 1% Chance. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, ihn zu probieren. Er ist möglich. Aber ich glaube, der würde zu viele Versuche kosten. Ich denke, wir sind gut. Wir haben nochmal 2 Etagen Märchentor mitgenommen. Wir haben Himoridor, was hier liegt. Nee, nicht Himoridor. Wir haben im Nordische Götter. Wir haben leider Zauberschön nicht dauernd bekommen. 2 Millionen, ist das dein Ernst? Der hier hat wirklich noch die besten Chancen aktuell, down zu gehen. Aber, ja, er ist down. Er ist down. Hat aber nicht so viele Erfahrungspunkte gegeben, hat sich fast nicht gelohnt. 276. Das ist gut. Damit kann man in Epic Event reingehen. Heißt, mit Alu spielen schaffe ich locker noch 268. Und wenn wir hier noch den nächsten Schlüssel finden sollten, sag mal, vielleicht sogar noch 269, also 270, bevor wir es episch ausrüsten. Und dann habe ich ja gesagt, mein Ziel im Epic Event ist für 285. Und aktuell sieht das sehr gut aus, das zu erreichen. Okay. Ich sehe gerade, das ist eine ziemlich lange Aufnahme heute wieder. Ja. Ich habe fertig, Leute. Ich habe fertig. Ich hatte ordentlich Spaß. Ich hoffe, ihr auch beim Zuschauen. Das soll es gewesen sein. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen, mehr ein Träumchen. Ich freue mich, wie immer, auf eure Kommentare. Vergesst nicht, Freitag 18 Uhr, Epic Event Livestream. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.